Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein neues Unboxing für dich. Mal wieder eine Abo-Box. Die wurde mir kostenlos zur Verfügung gestellt und etwas sehr Cooles. Ich darf eine davon an einen von euch verlosen. Also schaut unten mal in die Infobox rein. Da steht alles Relevante drin. Ja, und wenn du wissen willst, was ich in dieser Shape-Box verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, Shapebox, ganz interessant, denn ich bin so ungefähr die absolute Null in Sport. Also ich bin echt nicht gut da drin. Also so Schulsport war nie meins. Das war immer ganz furchtbar. Erst als wir so in die Oberstufe kamen und dann Sport auswählen konnten, bin ich dann in die Kategorie Turnen und Tanzen gegangen. Da hatte ich dann Bock drauf. Da waren wir dann echt nur Mädels und das war alles sehr chillig, sehr cool und da haben wir tolle Dinge gemacht. Da hatte ich Spaß dran. Aber alles, was so mit Anstrengung zu tun hat, sei es irgendwie Kraftsport oder Ausdauersport, kannst du mich mit jagen. Brauche ich gar nicht haben. Also das ist überhaupt nichts für mich. Deswegen, ich bin gespannt, was sich in diesem Paket verbirgt. Also ich habe die Box hier und ja, machen wir die mal zusammen auf, oder? So, zuallererst habe ich hier eine schöne Karte bekommen. Da steht drauf, liebe Claudia, ich wünsche dir viel Freude mit deiner Shapebox Nummer 2, also ja, Februar 2019, Leute. Das Thema ist Total Fat Burn. Deshalb findest du in deiner Box alles, um Muskeln aufzubauen und Fett zu reduzieren. XOXO, deine Charlotte vom Shapebox-Team. Ja, vielleicht, erstmal vielen, vielen Dank, liebe Charlotte. Vielleicht könnt ihr mich ja tatsächlich damit anfixen, dass ich dann auch mal so ein bisschen überlege, Sport zu machen. Ich brauche es jetzt nicht zum Fettburn, weil mir so ein paar gute Gene mitgegeben wurden. Aber ja, ich bin ein Bürohengst, eine Bürostute und sollte definitiv was für meine Bauchmuskulatur und meine Rückenmuskulatur tun. Schauen wir mal. Muskeln kann ich auf jeden Fall gut gebrauchen. So sieht die Box aus und Leute, die ist echt ganz schön groß, oder? Guck mal. Die ist echt riesig. Ich bin wirklich gespannt. Also das hätte tatsächlich auch die Größe, dass da Hanteln reinpassen könnten. Aber einen Crosstrainer werde ich da wahrscheinlich nicht drin finden. Wir machen die mal auf. Ja, das sieht doch alles schon mal sehr sportlich aus. Also grünes Seidenpapier in diesem Apfelgrün habe ich noch nie gehabt. Aber ich rieche erst mal dran. Riecht nach nichts. So, dann mache ich die mal auf, denn ich kann die nicht so mit einer Hand halten. Die ist echt schwer. Also vielleicht doch Hanteln. Ich bin echt gespannt, Leute. So, hier ist dieses Heftchen. Ähnlich wie bei den Beautyboxen, also so wie die Lady aussieht, möchte ich gerne auch aussehen. Ich liebe schokobraune Haut übrigens. Fände ich affengeil, aber Leute, das geht bei mir nicht. Da kann ich noch so oft ins Solarium rennen, das wird nicht funktionieren. Aber so ein Sixpack, das hätte schon was. Als ich mal eine Zeit lang geritten habe, hat sich bei mir so ein bisschen der Sixpack angedeutet, aber dann wurde mir das leider verboten, da durfte ich nicht mehr. Ja, also hier stehen tatsächlich die ganzen Produkte drin, ein paar Tipps sind da glaube ich auch mit drin. Ich will da jetzt nicht allzu sehr reingucken, weil ich möchte ja auch überrascht werden. Und Preise, die blende ich euch auch immer mit rein. Und das Ganze fängt schon mal sehr gut an, und zwar mit dem kneippverwöhnenden Cremeöl-Peeling, was ich ja auch tatsächlich in groß habe und das liebe ich. Also das ist so mit das geilste Peeling, Body Peeling, was ich so kenne, neben dem Dove natürlich. Das ist, ja, absolut geil. Ich denke, dass das hier eher sowas für den Winter ist, weil da halt auch Cremeöl mit drin ist und deine Haut dann ja auch dementsprechend sehr reichhaltig gepflegt wird. Ja, sehr, sehr toll. Okay, okay. Body Attack, Creamy Taste, also in Water, Powder Protein, Multikomponent Protein 90. Vanilla Cream. Also das ist dann wahrscheinlich so ein Proteinshake. Ich weiß nicht, ob man sowas zu sich nehmen darf, kann, sollte, wenn man nicht unbedingt Sport treibt. ja, also das kannst du einfach in Milch einrühren. Ja, und schmeckt dann nach Vanillemilch. Ich meine, das kann man sich ja mal gönnen. Proteine sind ja nicht verkehrt, ne? Ja, cool. Proteinshake habe ich tatsächlich noch nie in meinem Leben probiert, ne? Oh, hier ist was drin. Das finde ich cool. Auf jeden Fall ist das so ein Haarband. Das kann ich auch direkt mal anprobieren. Genau, so sieht es aus.
Das ist schön, das fühlt sich echt schön an. Das ist ein schöner Mikrofaserstoff, hätte ich jetzt gesagt. Das ist ja eigentlich dann eher so als Schweißband zu sehen. Aber Leute. Ja, meine Birne ist riesig. Ich lasse es jetzt erstmal so, okay. Aber es rutscht bei mir schon so ein bisschen nach hinten, weil ich halt wirklich glatte Haare habe. Das ist cool. Von Flora Mare. Ein Enzymcleanser, eine Enzymreinigung. Das ist ja interessant. Also hier hast du keine Hanteln in der Box. Leute, das finde ich super. Morgens und abends auf Gesicht, Hals und Dekolleté auftragen und kurz einwirken lassen. Anschließend gründlich mit warmem Wasser entfernen. Okay, also das ist einfach nur eine Enzymreinigung von der Haut. Das machst du dir drauf, einwirken lassen und dann abspülen. Stelle ich mir ganz cool vor, ne? Das ist eine interessante Geschichte. Wie riecht das denn? Alles noch zu. Da riechst du auch nichts durch. Aber es ist echt eine große Flasche. 200 Milliliter. Das ist ordentlich, ne? Das finde ich cool. Das finde ich richtig cool. Hier habe ich was in so einer Tüte drin. Was ist das? Es ist so eine Bauchtasche. Ach, guck mal. Das kannst du, wenn, rein theoretisch, ne, wenn du joggen gehst oder für mich, wenn ich in den Garten gehe und im Garten arbeite, dir so um die Hüften machen. Und dann hast du hier eine Tasche. Das hier ist dann für Kopfhörer. Dann kannst du hier vorne dein Handy oder so reinmachen. Hier an den Seiten hast du, glaube ich, noch kleinere Taschen. Ganz kleine Taschen. Nee, die sind gar nicht so klein. Die sind hier. So. Ja, schwarz sieht man immer so schlecht in der Kamera, ne? Ach, das ist ja cool. Was ist das? Das scheint dann auch noch wasserdicht zu sein oder so. Da ist ein Wassertropfen drauf. Aha. Nee. Hä, was ist das? Das ist ein Laufgurt, wie schon vermutet. Mit diesem praktischen Laufgurt hast du ab jetzt beim Joggen immer alles Wichtige mit dabei. Dein Handy kannst du im großen Fach verstauen und das Kabel für deine Kopfhörer ganz einfach durch die praktische Öffnung ziehen. Ja, Music on. Deinen Schlüssel und etwas Kleingeld kannst du hingegen in den kleinen Taschen unterbringen. Du wirst beim Laufen durstig, kein Problem, denn deine Flasche findet in der Schlaufe Platz. Ach so. Aber möchte ich hier eine Flasche reinmachen und dann damit rennen? Ich meine, irgendwo muss man die ja hinpacken, die Flasche, ne? Und du kannst ihn hier mit so einem Versteller verstellen, je nachdem, auf welche Hüftbreite. Uiuiui, lecker. Das ist ein Riegel mit Kakao und Mandel. Das ist ein Proteinriegel. Ja, richtig geil. Seht ihr übrigens, dass dieses Band rutscht? Es möchte weg. Ich nehme es ab. So. Das hält bei mir nicht so gut. Muss ich wahrscheinlich mit irgendwelchen Bobbypins festklammern. Egal. Wir sind jetzt hier beim nächsten Produkt. Ja, das ist so ein Riegel. Den werde ich mir morgen mal zum Frühstück reinpfeifen. Richtig geil. Der ist auch ein bisschen fester. Frucht plus Riegel. Frucht und plus Riegel. Okay. Da bin ich wirklich gespannt drauf. Sowas ist dann ja auch wirklich sehr reichhaltig. Das heißt, es gibt dir auch Energie. Jo, ne? Frühstück für mich. Dann habe ich hier diese Haargummis oder auch Handbänder. Ach Quatsch, Handbänder, Armbänder sind das ja quasi drin. Ich hatte das jetzt letztens auch in meiner Pinkbox oder in meiner Glossybox drin. Habe versucht, mir das als Haargummi zu machen, was bei meinem Bommel nun mal nicht funktioniert. Das heißt, ich werde die für mich leider nicht verwenden können. Ja, hier steht drauf, schöner schwitzen und strong. Und hier hinten hast du auch noch einen Rabattcode drauf. Also wer sich den abschreiben möchte, ich halte das mal kurz hier so fest. Ne? Ich kann das gerne tun. Das ist von Strong, von der Marke Strong Fitness Cosmetics, für dein perfektes Gym-Selfie. Ich habe nie verstanden, weswegen man dieses Gym-Proof-Make-up haben muss. Schminken sich Leute wirklich, wenn die ins Fitti gehen? Also ich habe mich damals, als ich eine Weile im Fitti war, nicht geschminkt. Also ich war da wirklich eine ganze Weile und habe da echt abgespeckt. Also ich habe 15 Kilo damals abgenommen. stimmt mal hier oben ab, wenn du ins Fitti gehst, ob du dich wirklich schminkst. Das scheint ja zurzeit halt sowieso so ein Megatrend zu sein, dieses ganze Gym-Proof-Make-up und so. Benutze ich persönlich dann einfach dafür, dass wenn ich, wenn Sommer ist, dass ich dann weiß, ich habe ein Make-up oder eine Mascara, die dann einfach hält. Aber beim Sport, ich glaube, da bin ich auch zu sehr Landei, aber da würde ich nicht auf die Idee kommen, mich zu schminken. Da schminke ich mich vorher eher ab. Aber na. Ne, jeder Jack ist anders. Ich sage es ja immer wieder. Und ja, die werden auf jeden Fall weiter wandern, weil ich sie leider nicht benutzen kann. Und dann habe ich hier ein Lipo 100 for Fat Burner Training. Feel the Burn. Body Attack. Sports Nutrition. Das ist so ein Getränk. Was soll der machen? Soll der
soll der Getränk, soll das Getränk mein Fett verbrennen? Kalorienarmes Erfrischungsgetränk mit Süßungsmitteln, mit Vitamin, Koffein, Cholin und so weiter und Pflanzenextrakten. Koffeingehalt 32 Milligramm pro 100 Milliliter. Geschmack ist Orange Grapefruit. Okay, Ach, jetzt bin ich verwirrt. Auf Deutsch steht hier die Verzehrempfehlung, trinken Sie nicht mehr als 2 Flaschen am Tag. Und für die Schweiz steht hier drauf, trinken Sie nicht mehr als 250 Milliliter am Tag. Könnt ihr das sehen? Das ist für die Schweiz nicht mehr als 250 Milliliter und das ist für Deutschland nicht mehr als 2 Flaschen. Also in Deutschland darfst du... Was ist das? Wenn du in Deutschland bist, dann darfst du nicht mehr als 1 Liter trinken. Und wenn... Weil das sind dann ja 2 Flaschen. Und wenn du in der Schweiz bist, dann darfst du nur eine halbe Flasche davon am Tag trinken. Hat das irgendwas mit Koffeinempfehlungen pro Land zu tun? Ich habe überhaupt keine Ahnung. Hä, was ist das für eine merkwürdige Verzehrempfehlung? Ich bin total verwirrt. Ich bin wirklich verwirrt. Darf ich jetzt da eine ganze Flasche am Tag von trinken oder nur eine halbe? Und wenn ich mehr als 2 Flaschen trinke, was passiert dann? Verbrenne ich dann? Ich werde es trotzdem trinken. Dann habe ich hier drin eine Sebamed-Pflegelotion mit pflanzlichen Phytosterolen, was hautberuhigend, juckreizlindernd und hautglättend ist von Sebamed. Das soll ja richtig gut sein. Ich hatte das schon mal in einer Box drin, das habe ich meiner Mama gegeben, weil die das sehr gut gebrauchen kann, das weiß ich. Und ja, hier muss ich mal gucken. Also das ist mit Shea-Butter, steht hier irgendwie drauf und Lipide geben die Feuchtigkeit und Glätte und hasse nicht gesehen. Also richtig tolles Produkt. Sebamed ist auch eine sehr gute Marke. Wenn du zum Beispiel so Probleme hast mit Neurodermitis oder mit allgemein gereizter Haut, dann ist es immer eine ganz gute Geschichte. Ja, ne? Hier ist es. Ich rieche da mal dran. Sollte aber neutral riechen. Das riecht immer sehr neutral. Ja, es riecht einfach nach ganz normaler Creme. Und ja, das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Wenn du mal richtig trockene Haut hast, dann hilft es dir auf jeden Fall. So, dann habe ich hier noch ein Getränk drin. Das ist ja fast eine Foodbox hier. Richtig geil. Aber ich teste das jetzt nicht. Nee, weil ich habe eben sehr gut Abendbrot gegessen. Das ist, okay, das würde ich eh nicht trinken. Das ist Proteinbier. Bier trinke ich ja dann sowieso nicht, weil es ja, nee, das ist alkoholfrei. Das könnte ich wohl trinken. Das gebe ich meinem Freund mal. Richtig cool, weil der Mister, der hier drauf steht, von Joy Broy, der ist echt mal geil, oder? Dieser Affe, ey. Oder der Gorilla vielmehr. Mit 21 Gramm Protein und enthält 10 Gramm BCAA, was auch immer das ist. Ohne künstliche Farbstoffe und Süßungsmittel, ohne künstliche Aromen, ohne künstliche Farbstoffe und Süßungsmittel. Achso, ich drehe mich im Kreis, ne? Ja. Mega witzig. Doch, das finde ich echt witzig. Proteinbier. What? So, das Letzte, was hier drin ist, soll mich wahrscheinlich so ein bisschen animieren, ein bisschen fitter zu werden und Wasser zu trinken und so weiter. Mega. Ja, also da kann man für jeden Tag der Woche die Anzahl der Liter anmalen, die man wirklich getrunken hat. Das finde ich witzig. Dann kannst du hier drauf schreiben, welches der, der Fitnessprogramme du gemacht hast. Dann kannst du hier dein Wochenziel hinschreiben, kannst ankreuzen, ob du es erreicht hast. Also eigentlich ist es echt geil, ne? Also das muss ich wirklich sagen. Das ist eine coole Sache und ein cooler Blog. Also für Leute, die wirklich so sportaffin sind, werden sich da mega drüber freuen. Also ich habe eine Freundin, die ist sehr, sehr sportlich. Die ist auch Minimalistin. Die ist ein bisschen so vom Lebensstil etwas anders als ich. Ja, ich glaube, der würde ich das mal geben. Weil die ist auch wirklich so eine Sportskanone und die sehe ich morgen tatsächlich auf dem Mädelsabend. Also, Mrs. S., ich glaube, du kriegst morgen ein bisschen was von mir geschenkt. Ja, ihr Lieben, das war jetzt die Shapebox. Gott sei Dank, keine Hantel drin, aber schon so ein bisschen Motivation, um wirklich Sport zu machen. Ich denke, für Leute, die wirklich auch so trainieren, die ins Fitti gehen oder die laufen gehen oder die, keine Ahnung, bouldern gehen, ne, ist das die Ultrabox. Also, ich freue mich mega über diese Reinigungs, die Enzymreinigung von Floramare. Das hier finde ich ein bisschen creepy, aber irgendwie auch ganz cool. Das wird auch auf jeden Fall getestet. Das ist mega was für meinen Freund.
Ja, das ist was für Frühstück. Kakao und Mandel, das mag ich auch total gerne. Darüber müssen wir gar nicht reden. Das finde ich ja ultra, ultra, ultra geil. Das ist Nonplusultra mega. Wenn das halten würde, fände ich das auch ultra cool. Das ist auf jeden Fall was gegen meine trockenen Schienbeine. Finde ich auch geil. Ja, den Laufgurt, ne, brauche ich nicht, nein. Und so einen Motivationsblock brauche ich persönlich auch nicht. Aber ich werde das irgendwie. Ach so, und dieses Protein-Moped werde ich mal probieren. Vanillemilch mag ich. Ja, und gesund ernähren finde ich ja auch per se ganz geil, ne? Also ich finde die Box eigentlich echt cool. Ich bin jetzt nicht so kabam, mega überwältigt, ne? Dafür ist es halt auch einfach nicht so sehr mein Thema. Aber ich weiß, dass ich da auch ein paar Leute mit glücklich machen kann, die sich in meinem Umfeld befinden. Und wie gesagt, wenn du diese Box oder eine danach, sage ich mal, gewinnen möchtest, schau in die Infobox. Ich blätter hier mal den Gesamtwert der ganzen Produkte ein. Ich bin auch wirklich gespannt. Also ich kann mir das gar nicht so. Ich habe von den Produkten nicht so die Ahnung. Also ich würde jetzt auf 60, 70 € tippen. Aber ne, nagelt mich nicht drauf fest. Ja. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Mal was anderes würde ich sagen. Dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Fände ich voll cool. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir hier oben mal meine Playlist zu den ganzen Unboxings, meine Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Und auf dieser Seite kannst du, wenn du möchtest, mich einmal kostenlos abonnieren. Lass es dir ganz einfach gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!